So, das Headset mal gewechselt. Was zu trinken müsste ich mir noch holen. Na egal, die Stunde halte ich noch durch, denn viel länger will ich nicht spielen. Ich muss morgen arbeiten, es ist gleich Mitternacht und Mystery Dungeon ist gleich draußen. Ich will da noch reingucken heute. Und noch ein bisschen spielen, weil ich halt richtig hart Bock drauf habe. OBS ist immer noch offen von vor 3 Stunden etwa. Ich hatte noch gespielt und gestreamt und ja, sieht man ja im Chat. Alles Mögliche versucht anzuspielen, was die Zeit überbrücken kann. Und jetzt dauert es noch 7 Minuten und in diesen 7 Minuten genau das, was die hier bewerben, das habe ich gekauft. Da habe ich schon vor 2 Monaten etwa versucht zu schauen und zu finden, ob irgendwo dieses Angebot ist. Aber die 2 Spiele gibt es erst seit wenigen Wochen jetzt mit diesen Coupons zu holen. Was ist eigentlich mit dem Fighters Pass 2? Kann man den schon irgendwo... sich mal Smash Ultimate besuchen. Nee, ist noch nicht da, noch nicht verfügbar, okay. Oder doch? Oh, da ist der Fighters Pass 2, okay. Und das lässt sich auch alles einzeln holen, okay. Ich werde ihn mir mit Sicherheit holen, einfach der Vollständigkeit halber. Ja. Ich weiß nicht. Jetzt noch nicht. Wenn es dann soweit ist mit einem neuen Kämpfer, dann hole ich das. Hat mich jetzt nur mal interessiert, ob es schon verfügbar ist. Und ja, ist es. Gut. Fünf Minuten noch. Die muss man noch irgendwie aushalten. Die gute alte Zeit. Ich hab Bock auf ein neues Mario. Das war richtig gut. Ich hab davor halt noch nie ein 3D-Mario gespielt. Schande über mich. Okay. Random Video. Mario Kart! Dun, 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 dun. Ist auch ein Weilchen her. So random einfach. Ach, man kann sogar noch Spielen filtern. Cool. Ich werde die Demo noch nicht deinstallieren, erst wenn ich das Spiel gestartet habe und dann auch sehe, dass der Spielstand übernommen wurde, dann werde ich die Demo löschen. Aber jetzt noch nicht. Ich hoffe, es ist pünktlich und kommt nicht 10 Minuten später oder so. Heute zählt mal wirklich jede Minute. Ich will wirklich nicht länger als 1 Uhr machen. Aller spätestens 1 Uhr. Und wenn ich mir so ein Ziel schon setze, dann erreiche ich auf jeden Fall 1 Uhr. Es ist aber halb so wild. Wir werden trotzdem 6,5 Stunden Schlaf. Das reicht mir. Solange man nicht jeden Tag so wenig Schlaf hat, dann wäre es doof. Aber gestern war es ganz okay. Bin auch nur ein bisschen müde gerade. Zum Glück bin ich auch ein bisschen müde. Dann werde ich nachher sehr müde sein, um direkt einzuschlafen.
3 Minuten. Die nehmen es auch immer so ganz genau mit ihren Minuten. Könnt ihr nicht auch mal früher? Ach. Na, hat alles schon seine Richtigkeit. Merkst, wie akkurat der Pro Controller ist? Oh, Touchscreen-Empfindlichkeit, Touchpen gibt es auch. Muss ich mal probieren. Es macht jedes Mal Spaß, die letzten 3 Minuten vor Release da zu sitzen und dauerhaft zu starten. Man sollte mal nicht A spammen, weil sonst unterbricht es auch. Habe ich jetzt mit welchen Spielen alles gemacht? Angefangen hat es mit Mario Party, da war ich ja auch schon hyped damals. Das war so der erste große Release, den ich miterlebt habe. Dann war es Pokémon Let's Go. Dann war es Smash Ultimate. Das war das gehypteste von allen früher. Dann. Ja, stimmt. Da habe ich dann durchgestreamt bis um 14 Uhr des Folgetags. Also 14 Stunden am Stück etwa. Manche haben Mystery Dungeon schon durch. Die haben das am Stück einfach kurz, zack, durchgezockt. Das gibt's schon auf YouTube. Ich habe Mystery Dungeon mal eingegeben. Ohne die Videos zu schauen, weil ich will mich ja nicht spoilern. Man kennt die Story ja, aber ich will trotzdem nichts sehen von dem Spiel weiterhin. Und da stand so komplett 100% Walkthrough. So ein langes Video. Ja. Die Australier dürfen auch schon seit 12 Stunden oder so spielen. Alles unfair. So, es ist 0 Uhr. Gebt mir mein Spiel. Vielleicht muss ich die Konsole neu starten und vielleicht versuche ich das auch kurz mal. Weil das hat damals auch schon geholfen. 3-mal mache ich noch. Wenn es nicht klappt, starte ich neu. Okay. Um mir noch einen Schluck zu trinken. So. Ja. Ich trinke in letzter Zeit sehr viel. Das ist eigentlich sehr gesund. Und was soll das eigentlich? Nur der Klogang, der daraus resultiert, der kann nervig werden. Weil man einfach so häufig pipi muss. Es wäre schön, wenn du mal funktionierst. Please. Es ist schon 2 Minuten überzogen. Heute bin ich mal ungeduldig.
wenn das so ein 16 Uhr Release gewesen wäre. Wäre top gewesen. Ein paar Stunden hätte man direkt zocken können, um den Hype mal runterkommen zu lassen. Und da wären auch ein paar Minuten Verzögerung nicht so schlimm. Aber Mitternacht ist halt echt mies. Wenn man am nächsten Tag noch früh raus muss. Selbst 9 Uhr wäre okay gewesen. Ah, die an der Westküste, bei denen kam es um 21 Uhr. Weil sie in der Zeitzone waren wie die Ostler, bei denen es halt 0 Uhr ist und ja. Nicht in derselben Zeitzone, im selben Land. Nur ist das Land halt so groß, die USA, dass an der Ostküste eine andere Zeitzone herrscht. 3 Stunden Unterschied gibt es da doch. Es liegen Speicherdaten der Demo-Version vor. Du kannst diese auf die Vollversion des Spiels übertragen. Ja. Was ist, wenn du hier Nein sagst? Dann RIP. Gut, dass ich sie nicht gelöscht habe, die Demo-Version. Du spielst auf Deutsch. Möchtest du die Sprache beibehalten? Ja. Hat jetzt ein paar Klicks gebraucht. Du kannst das Spiel jetzt starten. Danke. Da ist es. Jetzt direkt mal alles abchecken. Freundrettung. Alle Menüs. Willkommen bei der Beliebhaberpost. Du bist zum ersten Mal hier, oder? Bei uns können sich Freunde mithilfe des Internets oder eines Passworts gegenseitig helfen. Wenn dein Team in einem Dungeon kampfunfähig wird, kann dir ein Hixer zu Hilfe kommen. Natürlich kann dein Team auch einem anderen Retterteam zu Hilfe eilen. Außerdem können deine Teammitglieder deinem eigenen Team helfen. Wenn du gerettet wirst, verlierst du nichts und... Und wenn du selbst jemanden rettest, bekommst du eine Belohnung. Hurra. Kann man im Internet fremde Jobs einfach so wie auf einem eigenen schwarzen Brett anschauen? Das wäre cool. Um diese Spielfunktion optimal zu nutzen zu können, müssen Datum und Uhrzeit auf der Nintendo Switch Konsole korrekt eingestellt sein. Okay. Aber was habe ich ausgewählt? Ach, das Portal. Schlupuck rufen. Rufe ich auch immer. Ey. Nein, chill mal. Ich will mal nicht zu tief hier rein. Ja, da war doch nichts untergebracht. Alles gut. Wunderpost, was war das? Die Wunderpost ist ein besonderer Brief, der dir Items und Aufträge beschert. Allerdings brauchst du dafür ein geheimes Passwort. Schau einfach hier vorbei, wenn du ein solches erhalten hast, dann gibt es hier... Ach, sowas wie Geheimgeschenke. Fortsetzen. Da bin ich. Hallo. Ist gut gelöst mit der Demo und dem Übertragen von dem Spielstand und allem. Ich bin happy. Ach, okay. Es hat leider keinen Innenraum. Der Raum, kein Innenraum. Ja. Schade. Geh mal weiter in den Dungeon. Stahlberg! Aber... Pokémon, die hier auftauchen, gibt es auf jeden Fall rechts in der Liste. Ach halt. Sieht man jetzt Sonnenhöhle? Mit dem rechten Stick kann ich hier scrollen. 3 Aufrufe habe ich hier angenommen. Dann sieht man hier die angenommenen Aufträge. Man sieht auf einen Blick, dass es da 3 und da 1 sind. Okay. Aber erstmal ab zum Stahlberg. Da wären wir, der Stahlberg. Die Alga habe ich erst gelesen. Ja, die Alga wurde auf den Gipfel verschleppt. Ganz genau. Der Gipfel befindet sich auf Ebene 9. Danke für eure Hilfe, auf Wiedersehen. Ebene 9. Bis man in Super Mystery Dungeon einen Dungeon hatte, der so weit hochführt, war man mit dem Spiel schon 2/3 durch mindestens. Ist schon heftiger hier. Mehr Gameplay, weniger drumherum.
Die ganze Musik. Oh. Das war die automatische Fortbewegung, die will ich nicht. In dem Fall. Ja. Ich glaube, ich belasse es beim selber Attacken aussuchen. Hallo Katze. Oh, hier scheint ein Laden zu sein. Das mit der Map dauerhaft sehen, da bin ich nicht ein großer Freund von. Man kann ja auch keine Züge überspringen. Nein! Du! Der versucht, die Kekse wegzunaschen. Ja. Aufs Sofa mit dem. Eieiei. Schlimme Katze manchmal. Dö. Einstellungen. Nochmal. Achso, die muss ich leise machen. Raster aus. Standardtempo passt. Zielausrichtung. Ja, Heil-Items automatisch verwenden. Ja, Priorität bei automatischer Fortbewegung. Sehr cool, wenn du mich fragen würde, wegen den Heil-Items. Ah, Items und Treppen ist gut. Automatisch Fortbewegung in Gängen. Sprinten bei Gefahr unterbrechen, ja. Lässt sich leider nicht einstellen, so wie ich das sehen kann. Schade. Dem Zug überspringen. Aber manchmal will man das oft am Stück machen. Dum-dum. Manchmal öffnet Kecleon einen Laden mitten in deinem Dungeon. Du kannst dort Items kaufen, indem du sie aufhebst und anschließend Kecleon ansprichst. Wenn du deine eigenen Items ablegst, kannst du sie auch verkaufen. Ja, das ist wie immer. Ist auch ein Remake. Was ist das? Mini-Belebersamen. Habe ich Geld? Ich habe nicht genug Geld dafür. Ich werde dieser Katze nicht verzeihen, dass sie meinen Controller zerkaut hat. Ist das hier ein Trainingsfeld? Ne, ein Wunderfeld, okay. Aha. Ja. Kennt man. Ach ja, stimmt. Spezialband geben. Mir Zinkbandana. Die Spezialverteidigung, das bekommt Flamly mal. Du. Wenn man jetzt eine Weile nicht mehr gespielt hat, ist der Arztteil schon wieder so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber da gewöhnt man sich, denke ich, schnell dran. Erstmal noch drauf klarkommen, was man alles einsetzen sollte. Was ist Scharfblick überhaupt? Zu den Items da oben. Die werden nicht so hart bewacht. Inklusivsamen. Ich muss den anderen Controller vielleicht ranstecken. Könnte besser funktionieren. Ja. Das ist echt nervig, dass man nicht keine Züge überspringen kann. Das ist mein Main Manko.
Dum, dum, dum. Ich gehe weiter. Passt auch gar nicht, dass da dauernd dem das und so weiter kommt. Kann ich das ausstellen? Warte, lass mich mal kurz bei Taktik reinschauen. Aha. Das war alles das. Was wollte ich gerade ändern? Ach, okay, ja. Das gab's aber, glaube ich, nicht. Nee, leider. Vampire gewechselt. Schon interesting, dass es so schnell geht und so mühelos. Oh fuck. Ja, Flamely nimmt da natürlich auch Schaden. Ey, langsam kleinen Stein. Der hat einiges ausgehalten. Was soll denn dieser riesige Teppich? Zug ab. Oh. Aber ein Stopper ist gar nicht schlecht. Ich nehme den mit. Für den Notfall. Ich bin einverstanden. Was ich nur seltsam finde, ist, dass das Spiel so unscharf bei mir aussieht. Auf dem Bildschirm. Benutzt doch die Autofunktion gerne mal. Das spart einigen Stress. Und geht genau den gleichen Weg, den ich auch gehen würde, von dem her. Oh, halt, halt, halt. Kein Trainingsschalter. Das war jetzt meine falsche Entscheidung. Komm, langsamer Hunger. Ja, ist doch gut machbar. Eine Sprengfalle rum. Ich bin ja schnell nach oben gekommen. Sieh mal, da drüben ist Dick da. Da ist Dick da. Hey, ist alles in Ordnung? Wir sind hier, um dich zu retten. Ich hab Angst. Ja. Panzer Aeron. Hey, ihr da, was glaubt ihr, was ihr da tut? Dieser Remix. Wir sind hier, um Dick da zu retten. Lass ihn sofort frei, Panzer Aeron. Mhm. Ist doch alles seine Schuld. Ja, er ist schuld an allem. So kleine, durch die Erde gleitende Nippel.
Ja, wir müssen wohl kämpfen. Dann machen wir das. Ich habe einen Plosivsamen dabei. Ist halt nur die Frage, ob ich den jetzt schon verwenden will, aber ich denke, da spricht nichts dagegen. Außer ich möchte mal Attacken ausprobieren. Und zuerst. Na komm, ich hab 10 Schlafzweige. Ich schläfe ihn mal ein. Ach halt. Das hat schon gereicht. Wow. Wollte gerade was schauen. Da habe ich wohl den Kürzeren gezogen. Ich ziehe mich mal lieber erstmal zurück. Bye. Hey, wir haben ein paar Zeichen verscheucht. Alles ist wieder in Ordnung. Du kannst jetzt rüberkommen. Bestimmt kann er da den Abgrund kurz überwinden. Als Maulwurf. Wir kommen und holen dich. Ja, mach mal. Kann man nicht mal den Boden sehen, ja, wenn man ganz genau hinschaut. Piep, piep, natürlich. Wir haben hiervon erfahren. Bzzzt. Wir retten Dick da aus der Luft. Piep, piep. Stromschlag gegen einen Boden-Pokémon wäre schwierig. Yay. Du. Oh, ich hatte ja solche Angst. Ich war schließlich noch nie so hoch oben. Die Füße fühlen sich noch immer so an, als würden sie auf Luft laufen. Das ist auch so eine Szene, die man kennt. Füße? Wer hat Füße? Ja, vielen Dank. Dum, 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 dum. Klein wenig müde werde ich schon. Dum, 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 dum. Beta. Heilsam. 800 Poké. 800 ist nicht wenig. Möchtet ihr unserem Team beitreten? Kommt so richtig plötzlich. Rekrutieren ging da noch richtig flott. In der ganzen Story. In Super musstest du erstmal 3 Stunden spielen, bis du soweit bist. Hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich fand Super echt ein gutes Spiel. Oh. Ein Gardevoir. Sieht aber episch aus. Diesmal höre ich es etwas deutlicher. Mensch, meine Rolle? Hm? Warte, erzähl mir mehr. Tja. Oh nein, es ist verschwunden. Du.
Es fühlt sich immer noch an wie die Demo so ein bisschen. Da sieht jemand auch wieder aus. Das bist du heute ein Morgenmuffel. Kommt drauf an, ja. Eher Langschläfer. Nach genug Schlaf komme ich auch gut raus. Na, du hast oft seltsame Träume. Was sind für Träume? Feuchte Träume von mir? Verstehe. Ich lese jetzt mal nicht alles vor. Ist sowieso keiner da. Und ja. Aber ich lese alles für mich selbst. Menschsein ist langweilig. Meistens. Zusammen zu sein ist bestimmt viel lustiger. Ist ja fast das gleiche Flamly wie in Super Mystery Dungeon, ja? Charakterlich. So, wie sieht's aus? Ganz viel zum Einkaufen. Feuersturm. Bestimmt bringe ich Flamly jetzt mal kurz Feuersturm bei. Ha. Ein kurz Erdbeben im Angebot und so ein Shit. Ist schon heftig. Nehme ich aber schön Zeit mit allem. Ich tu mal was abheben, weil vielleicht kann ich ja jetzt von Nudelhof noch ein paar Sachen kaufen. Es gab so viele Naturkatastrophen in letzter Zeit. Immer mehr Pokémon gründen deswegen eigene Retterteams. Erzählt er immer das Gleiche? Ich lebe seit vielen, vielen Jahren in diesem Weiher. Ich glaube nicht, dass er immer dasselbe erzählt. Auch wenn es was Ähnliches ist, er hat andere Texte. Oh, hier der Waldbrand vor kurzem war wirklich fürchterlich. Ich bin in mein Leben gerannt. Dass man hier nicht rein kann, ist irritierend. Stimmt, noch Lagerverwaltung. Die Gerogbox kann ich eigentlich mitnehmen. Die AP einer Attacke werden vollständig aufgefüllt. Kann ich eins mitnehmen. Zwei Sinnelbeeren. Eine Pirsifbeere. Eine Amarena-Beere. Eine Fragia. Vorsichtshalber von allen. Einem. Oder einfach nur einen Heilsamen. Macht mehr Sinn. Der Rest bleibt mal so. Dum, du, 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 dum, du, 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 dum, 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 dum. Hey, Knuddeluf. Willkommen im Knuddeluf Camp Kiosk. Ach, ist das euer erster Besuch hier? Ah, verstehe. Ihr habt euer Retterteam gerade erst gegründet, nicht wahr? Dann seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Im Auftrag der Rettungsorganisation unterstütze ich hier Retterteams wie euch. Meine Hauptaufgabe besteht darin, Camps für die Retterteams zu erschließen. Dort können sich die Mitglieder der einzelnen Teams aufhalten. Das heißt, sie sind immer einsatzbereit, wenn ein neuer Auftrag ansteht. Ob im Wald oder am Wasser, Camps gibt es an allen möglichen Orten. Ihr habt also die Qual der Wahl. Am besten sucht ihr euch Orte aus, die für Pokémon geeignet sind, die ihr in euer Team aufnehmen möchtet. Normalerweise kostet es Geld, Camps zu erschließen, aber ich will mal nicht so sein. Da ihr heute das erste Mal hier seid, schenke ich euch 3 Camps. Oha. Gleich 3. War es damals nicht 1? Mein Glückwunsch, ihr habt nun Zugang zur Wildebene, zum Hochnebelwald und zur Himmelblauebene. Oder schon dabei bist, Camps zu verteilen, kannst du den beiden bitte auch Zugang zum Kraftwerk gewähren? Ich will ihrem Retterteam nämlich ebenfalls beitreten.
Na gut, heute ist echt euer Glückstag. Wow. Vier Camps, okay. Das Kraftwerk ist jetzt verfügbar, yay. Das heißt, er darf mitkommen. Mein Freund konnte euer Angebot gestern nicht annehmen. Das hat ihn die ganze Nacht gewurmt. Er wünscht sich nämlich nichts sehnlicher, als eurem Team beizutreten. Ich finde die Artworks unten links echt super. Würdet ihr meinen Freund bitte in euer Team aufnehmen? Na, aber klar doch. Schließlich waren wir es ja, die ihn in unserem Team haben wollten. Ja, die Texte sind sogar dieselben wie damals, das weiß ich. Weil ich mich teilweise noch erinnere an die damaligen Stellen. Super, vielen Dank. Beep, gib dein Bestes und sei deinem Team kein Klotz am Bein. Ich werde mein Bestes geben, versprochen. Beep, hurra. Agnetilo, Level 7. Spitznamen, nee. Bevor ich gar nicht mehr klarkomme. Konnte man den Super-Spitznamen vergeben? Ich glaube nicht. Ich wusste zumindest nicht, wie. Der Weg links von eurer Basis führt zu den einzelnen Camps. Jo. Ich werde das Spiel aber schön ausführlich spielen, heißt nach jedem Story-Abschnitt nochmal alles hier erkunden. Schauen, wo was ist. Das Loch wurde zugeschüttet, damit kannst du gerade nichts anfangen. Ah. Ist das so? Aha. Bitte helf meinem Freund, bitte. Ich brauche Hilfe. Auf keinen Fall. Für laue Arbeit mir nicht kapiert. Aber mein Freund braucht unbedingt einen Windstoß, bitte. Ach ja, das war Arschloch Tengulist. Kenne ich noch. Papunga bittet um Hilfe, aber offenbar ohne Erfolg. Ich lese, wie gesagt, jetzt mal nicht die ganzen Story-Sachen weiter. Aber für mich selbst lese ich das. Ich bin nämlich ein wenig müde, aber sehr träge. Ey, mein Team auch super. Ich habe erst gelesen, Team Simsala. Wenn er sich alles gemerkt hat, was hier auf der Welt passiert hat, passiert ist, warum weiß er da nicht, was mit mir passiert ist? Und vielleicht weiß er es ja. Oh, diese Ausstrahlung. Und nur ein Goldrang. Pff. Nichts, alles in Ordnung. Okay. Ja, Gengar. Am nächsten Morgen. Regenbogengummis, ach ja.
Oh, und 3 Gummis. Nice. Ich gehe in den Hochnebelwald, aber da ist keiner. Es ist so schade, dass man nicht selbst drin rumlaufen kann. Die sehen sogar genauso wie damals aus. Die Musik. Die Nostalgie hittet hart. Wir sind zu Besuch. Ihm ein Gummi geben? Hä, ja, ach, ich habe 5 Gummis aus der Demo noch. Ja, 1 essen. Verteidigung um 3 erhöht. Neues Talent kann ich erlangen. Harmonie. Je mehr Pokémon das Teammitglieder in den Dungeon erkunden, desto öfter wollen sich gegnerische Pokémon dem Team anschließen. Das ist schön. Ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist oder was auch immer. Nice. Dann esse ich mal noch ein zweites. Flamey bekommt auch 2. Oh, ein neues Talent schon wieder. Harmonie habe ich schon. Warte, muss ich... Ach, okay. Man kann nur 1 haben. Man kann sie nicht unterwegs wechseln, scheinbar. Schade. Oder es geht schon, ich weiß es nicht. Wird ein Teammitglied innerhalb einer Runde ansteigt, aber jedes Mal sein Ausweichwert. Ja, nee. Da bleibt schon Harmonie. Je größer die Gang, desto mehr wollen sich anschließen. Verstärken. Ah. AP-Brause kann ich hier verfüttern. Nice, nice. Flamey bekommt auch 2 Gummis. KP um 1 erhöht. Wow. Und kein Talent. Schon wieder kein Talent. Ach. Warte, was gibt's da unter Merkmale? Aha. Ja, Gummi für dich. Und kein Talent. Oder kann das nur der Anführer lernen? Ich weiß nicht. Da, 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 da. Ey. Ja, ich will doch mit dem reden. Talenten sich seinem Team anschließen wollen. Klingt hilfreich. Ich kaufe ihn mal. Auch wenn ich ihn vielleicht nicht unbedingt sofort mitnehmen möchte. Erst die ganzen Areale, die sind am wichtigsten. Puh. Interesting. Einfach alles kaufen. Ich habe keinen Wunsch-Pokémon gerade. Ich will alles haben.
Wow, es gibt schon sehr viele und sehr teure Camps. Drachenzornhöhle. Alter Mann. Die Prachtebene kostet so viel. Die hat aber auch recht viel Platz. Das Gewitterplateau ist ganz hilfreich. Bald kommt nämlich der Donnerberg. Irgendwann in absehbarer Zeit zumindest. Ja, ich möchte noch den Disziplinberg, Tiefgrünberg, Klippenberg. Boah. Der Flug-Pokémon. Energiewald. Kommen wir noch in irgendeinen Wald? Was gab's denn in der Donnerhöhle? Lass ich mal kurz schauen. Pokémon-Liste. Taubsee auf jeden Fall im Abflugwald. Savanne. Der Dschungel. Ach komm, ich hole mir jetzt den Dschungel. Nee, mehr Geld habe ich nicht. Zack, Geld ist drin. Na. Ah, jetzt ist nicht mehr zugeschüttet. Ach, das war zugeschüttet, weil man sonst die Story überspringen könnte. Interesting. Was habe ich alles angenommen? Alles Donnerhöhle. Seltsame Höhle. Oh. Ein Goldband. Oh, ich glaube, das lohnt sich. Oh, Grimmsam. Das lohnt sich aber auch. Ich finde das Item berühmter Orb. Okay. Es ist alles schwierig. Da kriege ich halt die Tickets, dass ich leveln kann. Hier wiederum Grimmsamen, Lebenssamen, ist alles gut. Ich mache die seltsame Höhle. Hab mich jetzt entschlossen. Kann ich jetzt eigentlich wieder unbegrenzt... Nee, ich kann nicht unbegrenzt viele tragen. Dann weg mit dem Kleinhain auf jeden Fall. Ablehnen. Das waren noch diese random Dungeons, die auftauchen, die seltsame Höhle. Beispielsweise habe ich schon was zu gelesen. Dungeon seltsame Höhle kann unerkundet werden. Okay. Oder ist er doch permanent? I don't know. Finde aber gut, dass da neue Sachen dazu kommen. Ist da? Super Gegner Galoppa. Nö, ich gehe in die seltsame Höhle. Die Gegner in diesem Dungeon scheinen sehr stark zu sein, also bereite dich gut vor. Wenn du dir auch unsicher bist, dann trainiere zuerst etwas mehr. Ah, Team aufstellen geht trotzdem weiterhin. Das ist ein gutes Feature und ich bin froh, dass sie es zurückbringen. Wie viele kann man haben? Ach, erstmal nur zwei. Hierhin bitte Magnetilo. Der kann gute Attacken. Du, 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 du. Ja, ganz viele Erklärungen. Geld gibt's nicht zu verwalten. Items entnehmen. Habe ich noch ein Kraftbandana? Das ist doch okay. Auch wenn
der eher physisch angreift. Speziell nicht physisch. Ich nehme noch einen Apfel mit, weil wer weiß. 3 Belebersamen habe ich. Ich nehme noch 2 Mini-Belebersamen mit, wenn die so stark sein sollen. Ist vielleicht besser so. Ja. Geben. Ihm hier. Oh, eigentlich das Zinkbandana. Flemly bekommt nicht das Spezialband. Obwohl, doch, komm. Und ich gebe mir jetzt einfach das Kraftbandana. Ich kann ja Schlammbombe und so, also ich glaube, das war ja physisch. Warum auch immer. Aufbrechen. Besiegt der Anführer das Pokémon, das du steuerst. Ein Gegner in unmittelbarer Nähe möchte sich diese manchmal deinem Team anschließen. In unmittelbarer Nähe heißt es. Ich find's blöd, dass es immer direkt von mir besiegt sein muss und... Ja. Ich kümmere mich jetzt mal um den Job und versuche nicht extra welche zu besiegen. Da kriege ich noch genug Chancen für. Vor allem habe ich nicht die Camps dafür, glaube ich. Und so schwierig ist das Dungeon jetzt nicht, auf den ersten Blick. Frag mich, wo der Track her ist. Was, geht's zu Infinity vielleicht? Rabouts. Die Musik ist ja mal wieder klasse. Einfach super Musik. Hä? Pipi will mitkommen. Nice. Pipi ist, glaube ich, ganz cool. Oh, warte. Ich habe nicht das Camp dafür. Dann kämpft er halt nur jetzt mit. Wo kann ich nachschauen? Ich hab schon verpeilt. Sorry. Es stand da vorhin. Versuche es gerade herauszufinden. Habt's noch Gnade. Muss doch unter Sonstiges sein. Das sind die ganzen Schlüsselbegriffe. Nur noch kurz einmal auf Dungeon-Status. Da war wirklich nichts, ne? Nein. Das sieht so süß aus auf dem Sprite. Lass uns vorsichtig sein. Helfen wir uns gegenseitig. Oh.
Das ist echt niedlicher. Niedliches Artwork. Yay. Das Item hier noch haben und dann ab zur Treppe. Der will auch mitkommen. Heimzahlen kann der. Ja. Erleidet ein Teammitglied durch die Attacke eines Gegners in der Nähe Schaden. Signal für den Spielangriff des Angreifers. Nice. Ich habe immer noch kein Camp, in dem das ich aufhalten könnte. Ich mag's richtig hart, dass ich das Talent bekommen habe, das ich habe. Dass dann jeder gerne mitkommt. Und ich finde die Idee echt nice, dass man jetzt zu 8 unterwegs sein kann. Wenn man halt, ja, unterwegs noch welche rekrutiert. Schnellzugriff. Kann ich hier auf Jobs zugreifen oder wo ging das am schnellsten? Und wechselt hier die Musik durch? Ich glaube, hier wechselt die Musik mit der Zeit einfach durch aus allen möglichen Mystery Dungeon Spielen. Wie gut ist das denn? Richtig nice. Wenn ich das jetzt richtig bemerkt habe. Was wollte ich denn jetzt tun? Jetzt hat mich die Musik aus dem Konzept gebracht. Ich vergesse ständig, was ich tun will und was, wo, wie. Ach. Da ist jemand verliebt. Ach ja, die Jobs wollte ich abchecken. Und er will mitkommen. Meinetwegen. Auch wenn ich noch kein Camp besitze. Gerade wusste ich es noch, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich wollte. Das ist unglaublich. Aufträge. Da. U4, 5, 6 war es. Okay. Dann war nur auf 3 eine Pause. Ich liebe das Spiel, aber jetzt schon. Oh Gott, jetzt werden sie alle mit Steinen. Na, nehme ich mal. Levelaufstieg. Perfekt. Der wollte nicht mitkommen. Bin empört. Vielleicht hätte ich für den sogar was gehabt. Da wo Hydruppi lebt zum Beispiel. Hallo. Lass sie mal näher kommen. Ah. Obwohl. Puff. Und er lebt noch. Puzzle. Oder ändert sich die Musik je Ebene? Ich liebe diese Musik. Ich hab nicht damit gerechnet, dass die neue Musik kommt. Ich bin so viel neue direkt. Ich bin überwältigt. Ach. Und ich muss gleich schlafen. Ich will nicht. Morgen wird ein langer Tag, bis ich dann wirklich mal zu Hause bin. Oh. Du hast die Ebene erreicht, auf der sich Fifian aufhält.
Oh, was? Okay, Riesen-Onyx. Aber ich glaube, das Team ist inzwischen groß genug. Au! Alter. Sein Angriff ist gerade aber hart gesunken. Ja, Schlammbombe. Wollte schon sagen, versuch du dich jetzt nicht anzuschließen. Ach, das gibt's auch. Was ist da versteckt? Das haben die auch aus Super übernommen. Die Schlammbombe. Wollte es Surfer machen. Aquaknarre, da war ich noch an Dingen gewöhnt an Surfer. Kann ich das noch ändern? Ja klar, kann ich das ändern. Bei mir Attacken zuweisen. Und zwar möchte ich die Surfer gerne auf A haben. Nee, Aquaknarre. Ach so, lässt sich das easy machen. Ja, nice. Das sieht gut aus. Die werfen schon mit Steinen von hinten. Jetzt will sich auch keiner mehr anschließen, komischerweise. Ich versuche gerade den Weg nach rechts zu finden und bin genau falsch rumgelaufen. Pech gehabt beim Dungeon Layout. Ich habe nur einmal gedrückt, er greift zweimal an. Okay. AP 0 steht da sogar bei 2. Ah, schön, dass es angemerkt wird. Gleiche Sound wie auch super auch, oder? Ich glaube. Nein. Ab zur Treppe. Links sind 3 Items, das interessiert mich gerade. Okay, ist alles ein Zufall. Nichts irgendwas Geskriptetes oder so. Geskriptet ist ja sowieso nichts, bis auf der erste Dungeon. Oder die ersten 2 vielleicht. Schlammbombe. Oh, für den könnte ich sogar ein Zuhause haben. Komm, schließ dich an. Schade. Soll mal näher kommen. Yay. Alter. Okay, der ist down. Kein Item einsetzen. Tschüss, Nidoran. War schön, wenn man sich nur kurz gekannt hat. So, den hier retten. Ich habe Nein gedrückt. Warte, was sagt das Textprotokoll? Gibt's hier noch was? Wo ist es denn? Ah, ich kann das auch so aufrufen, oder? Ja.
Es stand nichts von wegen, dass es hier noch was gibt, deswegen hätte ich ruhig abhauen können. Naja. Weiß man ja alles nicht. Ja, ja. Weiß, was passiert, wenn man keine AP mehr hat. Danke, Spiel. Richtig schön am Kollektiv verfehlen. Uff, Surfer wird aber kritisch. Mach du mal. Ja, der kann auch mit Steinen werfen, oder nicht? Nee. Ist schon alles alle. Family auch bekommt. Das ist ein Top-Alter. Für Flammenwurf. Genau deswegen. Richtig gut. Ach stimmt, die Kisten werden sofort geöffnet. Das ist eine super Neuerung. Das war nämlich immer nervig. Als Dank für das spannende Abenteuer erhältst du aber... Oh, man kriegt Geld von denen. Oder vielleicht generell Items. Okay, Geld von den beiden. Das ist super. Das Spiel gefällt mir immer mehr. Die Neuerungen, die sind echt top. Talentorb, ja... Trivalu hat 50 Rettungspunkte erhalten. Wie viel brauche ich für den ersten Rang? Oh, das sieht mir noch so 500 aus. Intensivtickets. Kann man da trainieren? 400 scheint es zu sein. War doch okay geschätzt. Ich will echt nicht schlafen gehen. Aber ich muss. Und das Goldband. Werde ich gezwungen, Feierabend zu machen. Und das speichert ja automatisch, heißt es. Bedeutet, ich kann einfach... sagen. Tschüss. Probier es jetzt. Tschüss, Mystery Dungeon. War schön. Oh. Pixel, wahrscheinlich. Also gut, Pixel, wahrscheinlich schaust du das ja noch nach, oder? Ich muss sagen, ich am Anfang, als ich reingesprungen bin, nachdem ich die Demo jetzt schon kannte, mehrfach und so weiter, ist der Hype gleich mal runter, weil, keine Ahnung, man war halt drin, es startet, es ist Anfang von Mystery Dungeon, später wird es erst interessant. Habe ich vor allem jetzt in Super gelernt. Nach einem Drittel vom Spiel ist es erst interesting geworden. Aber das hier, das fängt direkt hart an. Zeigt alles, was es auf dem Kasten hat, die ganzen Neuerungen, die drin sind, und die sind echt super. Hätte ich nicht mit gerechnet. Das, was sie implementiert haben, das haben sie gut umgesetzt. Das Pokémon, wenn sie nicht mitkommen können, noch eine Belohnung dalassen und solche Dinge. Gefällt mir. Und auch dieser Random Dungeon, in dem Musik aus anderen Mystery Dungeon Spielen kommt, aus allen möglichen. Das wird eine schöne Zeit mit dem Spiel. Bis Animal Crossing rauskommt, die nächsten 2 Wochen. Das ist eigentlich super. Alle Wartezeit ist vorbei. Ich werde so viel Spaß mit dem Spiel haben, dass, ja, die nächsten 2 Wochen bin ich gut beschäftigt und werde Animal Crossing nicht vermissen, bis es dann kommt. Danke fürs Zugucken, wenn einer mein Gelaber jetzt überhaupt noch angehört hat. Weiß ich nicht. Ich exportiere den Stream jetzt noch und dann schlafen. Bis dahin, bye bye.
und Tschüsschen.